Sich nicht sehen. Jetzt kommt sie. Hallo, ich begrüße euch und ich freue mich, dass ich heute wieder Monika Bubel begrüßen darf. Monika, wir schließen gleich davon an, vor 4 Wochen ungefähr warst du ja schon mal hier, mein Gast. Und du hast viel erzählt von deinem Leben und eben auch von dem, was du noch vorhattest nach dem Kongress. Der Kongress Wale und Delfine, das war dein Kongress und da ging es um die Wale und um die Delfine und um dein erstmal Hobby und später jetzt inzwischen ja auch zum Beruf gewordenen Segeln und deinen Segelturn. Und du hattest damals auch im Kongress einen Platz verlost. Die Ellen hat, glaube ich, den Platz mitgemacht und ich glaube, die wird auch in dem Webinar jetzt dabei sein und vielleicht auch erzählen. Monika, du hattest damals versprochen, dass du, wenn du wieder zurück bist von deinem Turn, erzählen willst, was du alles gesehen hast. Du wolltest Fotos mitbringen, das werden wir dann im Webinar zeigen und die Filme. Und heute erzählst du. Ich begrüße dich. Herzlich willkommen und ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch riesig. Ja, vielen Dank, dass wir nochmal zusammenkommen. Es gibt wirklich sehr viel zu berichten. Und das ist eine Entwicklung, die hätte ich auch so nie erwartet, weil ja, es ist irgendwie ganz anders. Das ganze Leben ist jetzt anders. Ich habe überhaupt keine Pläne mehr zum Beispiel. Ne? Wir hatten, glaube ich, das letzte Mal davon geredet, dass ich irgendwie noch was plane oder so irgendwas. Das ist alles hinfällig. Aber da fange ich von vorne an. Am besten, weil das ist auch gar nicht richtig zu verstehen. Also es kann auch sein, dass der eine oder andere oder die eine und die andere jetzt irgendwie ein bisschen mit den Ohren schlackert, weil sich da Neues ergeben hat, was es so noch nicht gibt. Und das fängt an mit Ramona. Okay, wer ist Ramona? Ja, genau. Ich hatte ja den Turn irgendwann ausgeschrieben. Ich habe ja 3 Wochen geplant. Also andersrum. Ich hatte ja den Kongress geplant gehabt zum bestimmten Zeitpunkt, vom 20. bis 30. Januar. Das war klar. Der Termin stand auch fest. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann lasse ich mir noch ein bisschen Zeit. Und dann habe ich spontan einen Flug gebucht von 15. Februar bis 15. März. Ich bin ja in Teneriffa, komme ich immer unter. Und ich hatte noch gar nichts. Und dann habe ich so peu à peu nach Anfragen, habe ich dann tatsächlich es geschafft, 3 Segelturns dann voll zu bekommen und eine Yacht zu chartern für 3 Wochen. Das heißt, ich habe dann einen Reiseveranstalter dazwischen geschaltet. Ich mache das nicht, ich bin nur der Skipper. Ja. So, und daraufhin habe ich ja dann Werbung gemacht, ne, und Ramona kam auf meine Seite aus irgendeinem Grund und die hatte in ihrem System, sage ich jetzt mal, hatte die Teneriffa schon drin und sieht meine Seite, sieht Segeltörn, sieht Wale Delfine, direkt begeistert, ruft mich an, wir telefonieren miteinander und hat sie direkt spontan gebucht und auch bezahlt, voll, wohlgemerkt, ne? Man muss nur die Hälfte anzahlen. Ja, und dann haben wir halt viel, viel telefoniert und irgendwann im Dezember hat sie mir gesagt, du, da gibt's jemand, der macht so ein Seelenbild und tu doch das mal machen, kostet gerade nichts. Vor Weihnachten mal so ein Sonderangebot, Doris heißt, die Nachnamen habe ich vergessen. Ja, dann habe ich das gemacht und im Januar hat sie mich gebeten, dass ich ihr das mal schicke. Und dann habe ich ihr das geschickt und dann hat sie ihr Seelenbild mit meinem Seelenbild verglichen und da hat sie gedacht, boah, das sieht ja mal ähnlich aus, ne? Und also wir haben da dieselben Farben drin, was weiß ich, ich kenne mich da nicht aus, ist auch egal, das ist gar nicht wichtig. So, und dann hat sie ein bisschen Geld in die Hand genommen und hat dann von uns beiden ein Seelenbild anfertigen lassen von dieser Frau. Und dabei ist rausgekommen, und das ist das Besondere, was es meines Wissens noch nicht gibt, wir sind eine Seele, die in 2 Körpern inkarniert ist. Also das ist keine Dualseele oder eine Zwillingsseele oder sonst irgendwas. Wir sind eine Seele. Da musste ich natürlich auch erstmal schlucken, konnte mir da überhaupt nichts drunter vorstellen. Und ich kannte sie ja noch nicht persönlich, ne? So, also das ist der Vorspann jetzt für das, was dann kommt, jetzt mit diesem Turn. Sie hatte ja nur 1 Woche gebucht und meine Coins sind irgendwie nicht voll geworden. Selbst jetzt mit Ellen, die ja dann recht spät über den Kongress noch dazu gekommen ist, es sind 2 über den Kongress noch dazu gekommen, waren die Coins nicht ausgebucht. Ich glaube, 3 waren noch, ne? Nee, ich hatte vom ersten Turn hatte ich noch 2 Plätze frei und im zweiten Turn auch. Der letzte, der war ausgebucht, da war ja aber Ramona schon drauf. Und also es sollte nicht voll werden, aus welchem Grund auch immer. Ich habe richtig viel Werbung gemacht, auch vom Kongress kam nur 1 dann noch dazu, am Ende dann.
Und ja, also es, irgendwie war das komisch, sage ich jetzt mal. Und dann kam es ihr dann, also Ramona ist sehr, sehr spirituell. Sie war es noch nie zu. Die hat immer schon in allen Welten ist die rum und hat von oben alles betrachtet, kann im Feld lesen und was auch immer. Ich muss gestehen, ich verstehe das auch nicht immer, was sie mir da so erzählt. Ne? Und ich bin mehr so die... Also sie ist die feinstoffliche und ich bin mehr so die praktische, hier da voll im Leben stehend, ne? So, und diese Ergänzung, die scheint unsere Seele gut gefunden zu haben, auf jeden Fall sind wir jetzt zusammengeführt worden, um irgendwas Neues auch in die Welt zu bringen. Keine Ahnung, also das war, ist alles Neuland. Im Moment haben wir eine ganz besondere Zeit. Ja, es ändert sich viel und ja, Neues entsteht und wir scheinen irgendwie so ein bisschen Vorreiter zu sein für das, was kommt. Keine Ahnung, also ich habe das einfach so, also ich habe für mich gesagt, okay, ich lass los, ich mache gar keine Pläne mehr, ich lasse mich führen von meinem Herzen, das inzwischen auch recht weit offen ist. Ja, genau, ne? Und ja, und mach das, was anliegt, sozusagen, ne? So, gut, jetzt die Koje, wie gesagt, die war nicht besetzt und dann war ihr auf einmal klar, du, ich muss mit dir da zusammen die 3 Wochen machen, weil ich dir noch was beibringen möchte, was für uns scheinbar wichtig ist, eben weil diese Zeit sich so verändert im Moment. Ne? Und das soll jetzt sein und nicht irgendwie in 5 Wochen oder in 8 Wochen. Nein, es soll jetzt sein. So, und dann hat sie den Flieger umgebucht und ist dann mit meiner ersten Crew angekommen, dann samstags in Teneriffa. Ich war schon mittwochs dann da. Ich habe mich noch mit Ulla Ludewig, heißt die, getroffen. Die ist zu mir nach Teneriffa gekommen. Die ist auf La Gomera. Die ist da für Oceano tätig und hat auch, Oceano ist montags immer ein Vortrag auf La Gomera über die heimische Wal- und Delfinwelt. Und da fahre ich jetzt schon immer hin und seit einer Weile macht Ulla diese Vorträge. Ich kannte sie aber vorher schon und habe sie dann ja auch interviewt in meinem Kongress und ist eine gute Freundin geworden. Und sie hat jetzt gedacht, oh, ich könnte ja mal nach Teneriffa kommen. Ich hatte noch ein bisschen Freizeit und mein Papa hat ja eine Wohnung und da war ich dann drin. Hatte ich mit der noch ein paar Tage. So, und meine erste Crew war nur Frauen, was ich noch nie hatte. Und ja, das war schon mal sensationell, fand ich. Und die sind alle zum selben Zeitpunkt gelandet. Also zwischen 3 und 5 waren die alle da. Hat es auch noch nie gegeben, weil entweder ist einer schon vorher da oder kommt spät oder wie auch immer. Oder wie auch immer. Also auf jeden Fall, die Mädels, die waren alle zum selben Zeitpunkt da. Und auch die Ellen Wolf, die ja meinen Turn gewonnen hat während des Kongresses, genau, die ist da auch mitgekommen. Ja, und dann halt noch 2 andere Frauen. Ja, und dann haben wir uns, also ich hatte dann ja die Yacht erstmal übernommen in Teneriffa. Ich hatte da ein bisschen Unterstützung. Ich habe nämlich Petra Pfeiffer heißt die hat auch einen Kongress gemacht, die lebt auf Teneriffa, die habe ich dann noch getroffen und die kann sehr gut Spanisch, das habe ich sehr gut gefunden. Mit der hatte ich mich dann noch im Vorfeld getroffen und dann war halt gerade diese Yachtübergabe und dann hat die mir ein bisschen geholfen mit dem Mann, der nicht so gut Englisch kann und ich kann nicht wirklich gut Spanisch, dann halt die Yacht zu übernehmen und dann war die wieder weg gewesen und dann ist meine Crew gekommen und da habe ich Ramona das erste Mal dann auch kennengelernt, ne, und ja, das ist dann, war ganz normal, wie mit anderen Menschen auch, ne, so. War ja, nichts, Entschuldigung, war da kein besonderes Gefühl, keine Gänsehaut, kein Kribbeln am Kopf oder? Bei mir jetzt nicht, nein, aber es ist auch so, dass ich, also diese Feinfühligkeit, die habe ich noch nicht so. Aber es hat sich gebessert oder beziehungsweise es ist feiner geworden. Also ich kann inzwischen mehr fühlen, mehr mich einfühlen in andere. Ich kann, Wahrnehmungen habe ich. Mein Herz sagt mir, wo es lang geht, habe ich auch erst seit kurzem geöffnet, sage ich jetzt mal, ne? Ja, und es war irgendwie ganz normal, aber ich war schon ein bisschen nervös vorher, irgendwie schon, keine Ahnung. Also das hat aber, ich war total kribbelig auch. Die ganze Zeit ist ja auch bei jedem anders. Also bei mir, ich kann es jetzt nur von mir sagen, also ich spüre, wenn irgendwas auf mich zukommt, was ich auch noch gar nicht ahne, aber ich merke, es tut sich was, das merke ich in meinem Solarplexus, also hier im Bauch, man sagt ja mein Bauch. Also ich habe das Gefühl, dass die Seele vorher immer schon Bescheid weiß, dass was auf sie zukommt. Und genau. Dann muss man einfach nur offen sein. Deswegen ja. Fragte ich, ob du, manche haben wie gesagt Kopfkribbeln oder
Herzklopfen oder jeder hat andere Reaktionen. Und das ist eben unsere Sache, dass wir unseren Körper so kennenlernen, diese Reaktionen wahrzunehmen. Das heißt also auch, ja, in sich reinzufühlen. Wir sind ja verbunden, ne? Und also sie spürt das ja immer, was mir in mir so vorgeht, ne? Und ich bin jetzt gerade dabei, das zu lernen, sage ich jetzt mal, ja, ne? Und es war schon besonders irgendwo, ne? Und ich war im Vorfeld auch total hibbelig und kribbelig. Ich weiß aber nicht, ob es mit ihr zusammengehängt hat oder generell halt mit diesen 3 Wochen, weil es war ganz klar, diese 3 Wochen, die werden anders sein wie alle anderen, die ich jemals hatte. Das ist es aber schon. Ja. Das wusstest du schon. Also wusstest du es intuitiv schon, dass da was auf dich zukommt. Genau, genau, ja. Und das war ganz spannend, was da dann kam, ne? Ja, also der erste Turn, die erste Woche, das war total harmonisch. Also das lag an den Frauen. Ich kannte eine, kannte ich schon vom Jahr vorne dran. Die Ellen, die ist ja super nett. Und Karin war noch mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen jetzt so sagen darf. Aber musst du wissen. Egal. Ja, und genau. Und wir hatten einfach nur viel Spaß. Wir hatten tolle Begegnungen mit den Säugern. Das läuft dann immer so ab. Das ist bei allen Turns so. Also erstmal ankommen, dann müssen wir was zu essen kaufen. Da wird abgesprochen, ob wir essen gehen oder nicht. Dementsprechend muss man dann auch einkaufen oder ob wir selber kochen. Diese Crew wollte jetzt nicht selber kochen. Wir waren immer nur essen gewesen. Genau. Und dann ist so ein bisschen Einweisung noch ins Boot. Und am nächsten Tag, sonntags, ist dann noch die Sicherheitseinweisung, die möchte ich sehr intensiv machen, damit die Leute wissen, was sie tun sollten, wenn irgendwas passieren sollte. Viele Skipper machen das nicht. Mir ist das halt sehr wichtig, dass man weiß, wie die Weste funktioniert, dass man weiß, dass da ein Rettungsboot ist und so irgendwas. Genau, so. Und das erzeugt aber auch immer so ein bisschen Ängste auch, weil ich rede dann darüber, was passieren kann, ne? Und ja, das sind dann so, also die Ellen, die hat so einen richtigen, wie soll ich sagen, so einen richtigen Transformationsschub gehabt, weil die hatte schon im Vorfeld, also die hat sich riesig gefreut, dass sie gewonnen hat. Da hat mir dann Ellen lange mehr geschrieben und dann ging das rauf, runter und die Gefühle von wegen, oh Gott, ey, das packe ich nie, ne? Und fliegen alleine, oh Gott, nee, geht gar nicht, ne? Und was muss ich da mitnehmen und wie wird das wohl sein und so, und mit jemand in der Koje liegen, also in der Kajüte, das sind immer 2 Leute. Das ist sicher auch nicht für jeden einfach. Genau, ne? Und diese Nähe dann auch, wo man, die ist viel alleine auch, ne? Und das ist eine riesen Umstellung. Aber hat die ganz souverän, hat sie das gemeistert, ne? Und auch unterwegs hat sie ihre Ängste überwunden, sag ich mal. Und wir hatten dann gleich am ersten Tag, es war ziemlich viel Wind im Vorfeld gewesen und da hat es halt noch ein bisschen Welle gegeben. Und wenn man dann zwischen Teneriffa und La Gomera fährt, da ist nochmal immer so eine, also man sagt, da Düse dazu, da verstärkt sich der Wind noch, weil das eine Verengung gibt. Und man hat da meistens den Nordostpassat und dann ja ist halt mehr Wind, mehr Welle. Und dann wird es halt ungemütlich auch für manch einen. Ne? Also ich habe da inzwischen keine Probleme mehr. Im Nachhinein habe ich jetzt, ich habe mit Ramona das Ganze ja nochmal rekapituliert, jetzt die letzten paar Tage. Und dann hat sie gesagt, also sie hat der Ellen, hat sie diese Übelkeit abgenommen, die Ellen wohl hatte, weil dann hat sie sich nämlich nach unten verkrochen und gekübelt. Also Ramona für Ellen sozusagen. Ne? Und ja, gut, das war halt so. Weil normal sagt Ramona, verträgt sie das schon. Ja, also das, so Dinge waren das dann, ne? Also Ramona, wie gesagt, die ist ganz offen, die setzt sich neben jemand und dann beginnt Heilung, ne? Weil sie ist angebunden an die Urquelle und ihr Herz ist ganz weit offen und wenn sie ja einfach anwesend ist, sage ich jetzt mal, ne? Und dann hat ja, dann sie liebt bedingungslos und eben durch diese Liebe geschieht einfach Heilung. Das ist so. Da kann ich gar nicht weiter drüber reden, ne? Könnte theoretisch jeder Mensch, wenn genau. Wenn wir bereit wären. Aber das ist halt. Genau, diese bedingungslose Liebe, das ist auch das Ziel, ne, wo wir jetzt hin sollen. Ja, obwohl die als Mensch schon. Wir leben ja in der Dualität und da ist es schon etwas schwierig, weil wir dann doch irgendwo immer noch unsere Meinung haben und eben auch in den 2 Seiten ausgeliefert sind. Ja, das ist so. Und aber Ramona, die gibt lieber ihr Leben, als dass es ihr schützt oder irgendwie. Das ist ganz, also die Frau ist echt der Hammer. Dann hat sie ihr Ego schon ganz stark transformiert. Ja, natürlich hat sie auch noch ihre Themen, so ist das nicht, ne? Das ist klar, ne? Sie ist ja noch Mensch und so, ne? Und ja, halt ganz herzlich und ja,
so die Mutter der Kompanie. Das Gute für mich war gewesen, also sie hat sich mehr um die Menschen gekümmert dann an Bord. Ich konnte mich dann echt ganz auf das Skipper-mäßige dann konzentrieren. Ich hatte jetzt beim ersten Turn war zwei dabei, die waren schon mal segeln. Da hatte ich dann auch mal Ablösung dann am Ruder zum Beispiel. Ne? Also es gab einen Turn, da musste ich die ganze Zeit selber am Ruder stehen. Und dieses Boot, dieses Mal war richtig klasse, weil das, was ich gebraucht habe, hat alles funktioniert. Das ist sensationell, weil normalerweise ist immer irgendwas kaputt. Ne? Genau. Und da hatte ich dann auch einen Autopiloten. Das heißt, ich konnte dann einfach aufs Knöpfchen drücken und dann ist das Boot alleine gefahren. Da erinnere ich mich, da gibt es so ein schönes Bild, wo du ganz entspannt da liegst. Und das können wir vielleicht beim Webinar noch mit rein tun. Ne? Das tue ich mit rein, auf jeden Fall. Weil es hat Ulla übrigens gemacht, ne? Die war einen Tag mal mit uns gewesen. Gut, also wir hatten dann gleich, also wenn ich jetzt das mal so im Schnelldurchlauf jetzt mal mit dem ersten Turn. Wir hatten gleich nach einer Dreiviertelstunde, glaube ich, schon die ersten Grindwale und dann immer, das ist ja immer so ein, oh, ne, so, oh, ja, und für mich ist es auch immer wieder super schön, diese Tiere zu sehen. Ich bin aber nicht mehr ganz so begeistert wie die Leute, die an Bord sind, habe ich festgestellt. Ellen hat sogar Tränen in den Augen gehabt. Also ganz viele Menschen, die sind dann sowas von gerührt, wenn sie die das erste Mal sehen. Ne? Dann werden Gefühle freigesetzt. Ne? Und das sind auch Heiler der Meere. So ist es. Absolut. So, ne? Absolut. Ne? Genau. Ne? So, und bei die haben übrigens die bedingungslose Liebe und die hohe Schwingung der anderen Ebene. Ne? Ganz genau. Und jetzt, ich hatte dann noch eine andere Frau in La Gomera getroffen und die hat mir dann nochmal gesagt, Moni, bei dir ist das nicht so extrem, weil du bist ja schon auf der Wellenlänge von den Walen und Delfinen. Also scheinbar schwinge ich schon recht hoch oder wie auch immer. Also da will ich mich nicht über andere stellen oder so irgendwas, ne? Aber für mich ist es irgendwie, die sind mir gleich. Oder wie soll ich das sagen? Kann ich das? Also ich bin auch immer total begeistert über das, was sie tun, aber ich der Satz zwischen uns beiden ist ja nicht mehr so hoch. Ne? Die Leute, die so aufs Boot kommen und die das erste Mal sehen, da mag die Differenz noch richtig groß sein und dann schäumen die über vor Begeisterung und so. Ne? Und bei mir ist das halt irgendwie auch ein bisschen Normalität dann irgendwo. Ne? Also es war sehr spannend, das auch mal zu hören. Ja, und wir hatten dann eine schöne Fahrt und ich muss mal nachdenken, bei dem ersten Turn ist dann soweit eigentlich nichts mehr weiter passiert. Wir hatten super schöne Begegnungen, auch ziemlich lange. In der Bugwelle sind die Fleckendelfine geschwommen, was immer wieder Begeisterung hervorhebt, ruft. Ne? Was wir auch viel gesehen haben, waren portugiesische Galeeren, das ist eine Quallenart. Und die, da komme ich später drauf. Und die ist ziemlich giftig. Und die Karin hat immer gesagt, guck mal, da ist eine Haarklammer. Das war nicht ganz witzig. Die sind so durchsichtig, wenn die auf dem Wasser liegen. Das sieht aus wie so ein Ball, der im Wasser schwimmt eigentlich. So durchsichtiger Ball. Hast du Fotos auch davon? Nee, von denen habe ich jetzt keine. Okay. Habe ich total verpasst, ja. Okay. Ich mache aber auch keine Fotos. Es kann sein, dass vielleicht bei meinen anderen Leuten eins dabei ist. Ich gucke die noch durch. Ich bin ja der Filmer. Mit Fotos habe ich es nicht so. Und und dann machen die ihren Kamm auf und dann lassen die sich vom Wind wegtreiben. Und das sieht richtig hübsch aus. Ne? Also die sehen richtig schön aus. Und die Dani waren überwiegend blau irgendwo innen drin. Ne? Und dann halt dieses Durchsichtige drumherum. Also hübsch sind die schon. Ja, also da hat man viele gesehen von denen. Ja, und so... So grundsätzlich hat man so eigentlich keine weiteren Ereignisse, sage ich jetzt mal. Und dann war es halt irgendwann die Zeit, nach einer Woche Abschied zu nehmen. Das ist immer sehr unangenehm. Ich bin dann, über Ramona muss man noch erzählen, ja. Das war dann so, sie ist ja nicht ohne Grund jetzt mitgefahren für die 3 Wochen. Und zwar, ich kann das ganz schlecht erklären. Ich habe hier ein Buch. Sie hat gesagt, ich sollte das mit der Merkaba machen mit ihr. Da geht es darum, dass man so ein Tetraeder da sich als Sternengefährt vorstellt und dann gab es eine Meditation, wo ich mit ihr dann regelmäßig gemacht habe und sie hat mir auch immer so erklärt, was über Tag so passiert ist, ne? Wie die Energien sich verändert haben, was die Leute so
ja, mir gespiegelt haben oder so, sowas. Ne? So, dann haben wir abends, haben wir uns immer getroffen, wir zwei, ne? Und dann hat sie mir das alles so erklärt, das Menschliche und das Geistige. Und wir haben dann anschließend diese Merkaba gemacht und dann bin ich in die Koje gegangen und sie hat über die Nacht noch gearbeitet, weil sie ist, wie gesagt, sie ist ganz offen und die wird auch einfach so abgerufen mal in irgendwelche anderen Welten. Und als sie gekommen war nach Teneriffa, da, am ersten Abend, da hat sie erstmal 2 Stunden lang Krämpfe gehabt, wo sie durchatmen musste, um dann eben wieder frische Energie zu bringen in die Insel. Das hat mit Teneriffa zu tun gehabt, ne? Also also ich würde mal sagen, diese bisschen negativen Energien, die da wohl da waren, in die Liebe umgewandelt, sage ich es mal, liebevolle Energien. Im Übrigen, was bei mir noch war, ich sehe seit neuestem, sehe ich in Felsformationen immer Gesichter. Okay. Das ist neu für mich, das hatte ich auch vorher nicht. Das hat allerdings schon im Dezember angefangen, da habe ich das auch schon wahrgenommen. Gut. Die Ramona, die gibt es ja nicht erst seit jetzt, sondern die Ramona, mit der Ramona bist du schon immer verbunden, du wusstest ja schon, nicht. Ich genau. Und das deswegen konntest du schon im Vorfeld, es gibt ja keine Zeit auf der anderen Ebene, deswegen konntest du im Vorfeld schon die Gesichter sehen, also die Energie von ihr war schon bei dir. Das ist sehr gut möglich, ja. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Es kommt ja noch dazu. Bei mir kommt ja noch dazu, ich bin ja ein Zwilling, ne? Also ich bin ein zweieiiger Zwilling. Das war übrigens sehr interessant bei dem ersten Turn. Wir hatten 3 Leute dabei, die zweieiige Zwillinge sind. Hammer, das habe ich auch noch nie gehabt, ne? Also sowohl Karin als auch Christel haben jeweils, Moment, die haben beide einen Bruder, glaube ich. Ja, und ich habe eine Schwester. Also das war schon irgendwie komisch, ne? So, und jetzt habe ich meine Seele nochmal gefunden. Also das geht ja über den Zwilling nochmal drüber. Also das ist schon irgendwie ganz, ganz kurios, sage ich mal. Ne? Kann man kaum glauben. Nun gut. Der erste Turn war dann rum. Ich habe dann das Auto von meinem Papa noch geholt gehabt und habe dann, die Ellen war am längsten dann bei uns und dann haben sie immer noch ein bisschen rumgefahren, Ramona, Ellen, ich habe ein bisschen von Teneriffa noch gezeigt. Ja, und dann war es auch Zeit, mit Ellen dann Abschied zu nehmen von ihr und dann kam halt schon die neue Gru. Und da haben wir dann 2 Schweizer gehabt, ein Pärchen. Und die Christel Grawinkel, die hat beim Sea-Awareness-Kongress von Nina Premezzi, die du ja letztens interviewt hast, hat die meinen Turn gewonnen. Okay. Ja, und die war total happy. Also die hat die ganze Zeit gesprudelt. Die ist nur gesprudelt, ne? Die hat mehr geredet als ich, man fast kaum. Ja, und die war einfach nur total happy. Die war total glücklich. Und das hast du ihr sowas von angesehen. Die habe ich auch zigmal gedrückt und so, ne? Die war total begeistert. Ja, aber dasselbe im Spiel, in Grün, wie bei den anderen auch immer, die Sicherheitseinweisung und so, ne? Und die anderen beiden, die Schweizer, die waren halt so arbeitsmäßig mussten die erstmal ein bisschen runterkommen, sage ich jetzt mal, ne? Und wenn ein Mann an Bord ist, ist irgendwie auch ein bisschen andere Energie. Und sie waren gute Spiegel für mich, sage ich jetzt mal. Ne? Da waren so ein paar Dinge, die habe ich selber gar nicht so richtig mitbekommen. Die hat mir dann später dann Ramona erklärt, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, warum, weshalb, wieso ich dann zum Beispiel, ich bin ein bisschen aggressiv gewesen 2 Tage. Weil da war ein Spiegel mir, also ich habe von denen was gespiegelt gekriegt, was ein Thema ist, was ich mir natürlich nicht gerne angucke. Ne? Genau, und sie hat mir das dann nachher erklärt, weshalb, wieso. Und dann war das auch okay gewesen. Ne? Und wir hatten aber einen richtig geilen Turn. Hat auch wieder angefangen mit viel Welle dann zwischen Teneriffa und La Gomera. Das ist einfach so, es muss nicht immer sein. Ich habe auch überlegt, dass ich das dann beim nächsten Mal vielleicht anders organisiert kriege. Ich habe nicht viele Möglichkeiten. Es gibt dann nur so ein paar Marinas, wo man reinfahren kann. Und den Weg, der ist eigentlich vorgegeben, außer man bleibt in der einen Marina und fährt immer nur raus, rein oder so. Ne? Dann ist aber irgendwie ein bisschen langweilig. Und man will ja auch noch ein bisschen was sehen dann. Und diese Örtchen, wo ich dann immer so bin, die sind schon recht schön. Ja, und da ist auch wieder einer der seekrank, ne? Und wie die Überfahrt halt so ist, das passiert. Ja, genau. Und dann, ich muss mal gerade nachdenken, bei denen war das so, dass ich auch ganz viele Formationen gesehen habe in den Felsen. Wir hatten echt super, total geniale Begegnungen mit Delfinen. Ich glaube, das war bei dem Turn, hatten wir 2 Stunden lang mal die Fleckendelfine in der Bugwelle und zwar richtig viele.
was auch Kraft gibt dann für als Dinge, die dann nachher eventuell kommen mögen. Und ja, und dann kam das am Ende dann dazu, dass wir dann nach Teneriffa wieder zurück sind. Also die Überfahrt von La Gomera nach Teneriffa, die ist auch meistens ein bisschen schaukelig, aber inzwischen ist es ja dann so, dass man sich ans Wasser und so gewöhnt hat. Und das klappt dann schon ganz gut. Wobei die Tour war es eigentlich, glaube ich, in Ordnung gewesen. Und dann haben wir noch ein bisschen nach Walen geguckt und haben dann auch Grindwale nochmal entdeckt gehabt. Ich glaube, Fleckendelfine hatten wir sogar auch noch bei dieser Überfahrt. Das war also sehr, sehr angenehm, dass wir, also wir hatten richtig viele Sichtungen auch, ne? Also die Fleckis, die waren einfach ganz häufig präsent und die Grindwale leben ja da, Tümmler auch. Also Tümmler sind die, die in den Aquarien ihre Kunststückchen vorführen. Mit der Crew haben wir sie, glaube ich, auch gesehen. Und mit denen hatte ich auch gewöhnliche Delfine gesehen. Also vier, und ich glaube, Rauzahndelfine hatten wir auch. Also fünf Arten habe ich, glaube ich, mit denen gesehen, jetzt mit der zweiten Crew. Aber ihr geht nicht ins Wasser, während ihr segelt. Also es ist so, dass es vor Teneriffa, beziehungsweise auf den ganzen Kanaren, ist Schwimmen mit Delfinen oder Walen ist verboten. Das haben die in den 90er Jahren irgendwann mal festgelegt. Da gab es dann eine Neuregelung auch, wie man denn Wale gucken darf, wie Whale-Watching funktionieren soll. Und seitdem gibt es eine Regelung, ein Reglement und die Boote, die haben alle so eine runde Fahne. Da steht dann drauf Barco Azul, die ist so gelb mit blau und rot. Und die Skipper, die dann die Boote fahren von den Whale-Watchern, und das sind richtig viele, das sind in Teneriffa über 30 aus einer Marina und in den anderen sind es auch nochmal 5 bis 10. Also das sind 40, 50 Boote, die da täglich auf dieselben Grindwale scharf sind und dann halt auch nach den Tümmlern gucken. Also das ist schon heftig, ne? Klar, wenn die jetzt alle ins Wasser gingen, dann hätten... Genau. Und das ist dann irgendwann, ist das verboten worden. Ich hatte ja die Claudia Weber-Gebert, hatte ich interviewt. Die hatte eine Sondergenehmigung. Die durfte dann ins Wasser gehen, um eben auch Bilder und Videos zu machen von den Grindwalen, mit denen sie dann geschwommen war. Ne? Und das ist aber nur erlaubt dann, wenn man eine Genehmigung hat. Also normal darf man nicht ins Wasser. Okay. Natürlich könnte ich schon sagen, also wenn das Wetter das zulässt, ne? Und wir könnten ja mal gerade irgendwo baden, ne? Wo gerade eventuell gerade auch welche rumspringen oder schwimmen. Aber das wäre ungefährlich, oder? Also Gefahr besteht immer. Also okay. Grundsätzlich jetzt, ne? Also weil es gibt Strömungen auf der einen Seite, es gibt auch Haie dort, so ist es nicht, ne? Es gibt andere Getiere und jetzt auch gerade diese portugiesischen Galeeren sind ja hochgiftig und die waren ja die ganze Zeit drumrum, ne? Ach so. Irgendwo, ne? Also die nicht eine an der anderen gereiht, also da gab es auch Flächen, da gab es keine. Aber das war schon, da gab es schon eine gewisse Gefahr, sag ich mal. Ne? Aber die machen den Tieren nichts, diese Quallen da. Das ist eine gute Frage. Ich muss gestehen, ich habe mich trotz meines Erlebnisses, auf was ich nachher zu sprechen komme, habe ich mich immer noch nicht informiert, was das für Tiere sind. Okay. Und was die so treiben da. Also sie sind auf jeden Fall ziemlich giftig. Und sie betäuben natürlich ihre Beute. Ne? Das ist klar. Das machen die ja. Jetzt war das aber so, wir sind ja dann von Gomera wieder nach Teneriffa rübergefahren und da ist dann so eine steile Felswand vor Los Gigantes heißen die Felsen und auch der Ort, der da ist, wo auch die Marina ist, die wir dann zur Nacht, wo wir dann nachts rein sind. Ja, und da hatten wir ein Ereignis, das uns vorbereitet hat auf die dritte Woche. Im Nachhinein weiß ich das, damals wusste ich es nicht, ne? Ja, klar. So. Und zwar waren wir dann in der Bucht von Masca. Masca, das ist so ein Ort, da sind früher die, die Piraten angelandet und haben da ihre Ware dann den Berg hoch transportiert und haben oben so ein kleines Örtchen dann gegründet. Und es war die Piratenbucht. Ne? Und heutzutage ist es so, dass halt da die Leute von oben runterlaufen können oder von unten hoch. Und da gibt es ein Wassertaxi dann halt zwischen Los Gigantes, dem Ort, und dann halt dieser Bucht Masca. Und ich fahre da immer gerne mal hin, weil es da so... Also diese Felswand, die ist einfach total gigantisch, ne? Die ist wirklich, also imposant, ne? Übrigens ist mir mein Herz gerade wieder ganz weit aufgegangen. Ist auch gut, wenn ich so von sowas erzähle, ist immer cool, ne? Ja, und
ja, wir sind dann in dieser Bucht. Das erste Mal, wo ich dort geankert habe, auf 10 Meter Tiefe, was recht tief ist, aber das ging, war gut. Der Markus, der war ja auch ein guter Mitsegler, der hat immer sehr gut geholfen auch. Es ist immer gut, wenn ich einen dabei habe, der ein bisschen beweglich ist und so ein paar Knoten kann und so. Wobei das nicht unbedingt Voraussetzung ist. Ja, und wir waren dann, eine war schon im Wasser und ich wollte mit ihm gerade auch ins Wasser gehen, habe ich ihn gebeten, dass er mich ein bisschen nass spritzt, damit ich nicht gleich so den Schock kriege. Wobei das Wasser hat 20 Grad. Also ja, aber ihr hattet ja teilweise 30 Grad, so wie sie dann... Draußen, ja, ja. Das Wasser, das ist immer so um die 20 Grad. Also ja, das ganze dann ist Jahr es über, im Oktober ist so die wärmste Zeit zum Baden. Da sind es dann vielleicht mal 2,23 oder so irgendwas. Ne? Aber da ist halt, wenn es draußen warm ist, ist es natürlich viel angenehmer, das ist ja klar, ne? Ja, und dann hat er mich mit der Flosse nass gemacht, ne? Und wir hatten hinten an dem Heckkorb, sagt man, glaube ich, hatten wir die Rettungsinsel dran. Und der stößt da dran, war nicht heftig, dieser Stoß war nicht heftig, aber diese blöde Insel saust ab ins Wasser, ist noch zu, da ist so ein Plastikteil drumherum. Und auf einmal, und ich sage dann, zieh rein, die soll bloß nicht aufgehen. Ne? Und dann zieht er und zieht und zieht und hat natürlich keine Chance mehr, ne? Weil sobald die Wasserberührung hat und dann, ich glaube, das läuft so wie bei der Rettungsweste, dann ist da so ein Plättchen drin und sobald das nass wird und dann wird ein Kolben losgelöst und dann ist so eine Gaskartusche drin und die bläst dir das Ding dann auf. Ne? Ja. War das eine blöde Aktion? Ne? Jetzt war die eine war schon im Wasser. Ich kann mich an das Live-Video an dem Tag erinnern, wo du das erzählt hast. Ja. Ja. Also ich hatte natürlich mir 1000 Dinge durch den Kopf gegangen. Oh leck, Mensch, so ein also ich hatte erst mal dran gedacht, was kostet das jetzt, dieses Ding wieder zusammenzubauen? Ne? Und dann die zweite Gedanke war, kann ich denn die dritte Woche noch segeln? Ne? Also weil wenn ich keine Rettungsinsel an Bord habe und dann dürfte ich dieses wieder gar nicht raus. Ne? Das wäre ja furchtbar. Ne? Also das waren so die ersten Gedanken. Und dann habe ich natürlich überlegt, wie kriegen wir dieses Teil jetzt wieder an Bord? Ne? Oh, das war eine Aktion gewesen. Ne? Und dann haben wir das halt rein, also das war wie so ein Stoppschild von der Form her, ne? Und richtig fest aufgeblasen nach ganz kurzer Zeit, so schwarz und rot und da war da oben so ein halbes Dach, ne? Und dann war da so ein Lämpchen angegangen, dann haben wir noch überlegt, oh, kann das jetzt sein, dass die Rettung verständigt wird? Das wäre ja richtig doof, ne? Ja, nee, ist nicht, ne? Also es ist nur, dieses Lämpchen ist dann nur, dass man halt gesehen wird, wenn dann Rettung naht. Ja, ja, eigentlich könntet ihr euch freuen, denn ihr habt gesehen, es funktioniert, ne? Genau. Und das war auch, also das war dann nachher auch die Botschaft, ne? Wir hatten eine Rettungsinsel. Rettung ist da. Also wir sind gerettet. Wir werden gerettet. Das war so die Botschaft, die da hinten dran stand, was ich zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht so wusste. Ramona hat mir das dann später erzählt, ne? Also es war sehr interessant. Na gut, wir haben das dann geschafft, dieses Teil wieder klein zu kriegen. Ne? Also, wir haben die Luft rausgelassen und zusammengepackt, was sau schwer war. Da diese Kartusche da, die war da so richtig, richtig schwer, das Teil. Aber mit vereinten Griffen haben wir das dann geschafft, haben es ordentlich festgezurrt und unterm Großbaum haben wir es dann hingelegt. Theoretisch hätten wir sogar noch segeln können. Also es war kein irgendwie ein Seil oder irgendwas behindert. Haben wir gut weggepackt, ja. Und, gut, die funktioniert dann beim nächsten Mal wieder so? Nein, also da springen dann die Deckel ab, ne? Und wenn das dann mal geöffnet ist, muss die erst wieder eingepackt werden und schön verpackt und dann wird die wieder hinten dran gemacht oder wo auch immer sie hinkommt am Boot. Das sind unterschiedliche Plätze, wo die hin sind. Manchmal ist es in der Bugskiste hinten, also das da, wo man drauf sitzt, ist manchmal drin. Manchmal hängt sie halt hinten, wie das bei uns der Fall war. Manchmal ist sie irgendwo auf dem Vorschiff. Also das ist ganz unterschiedlich, wo sie halt Platz findet und wo die Firma, die dann halt diese Dinger installiert, halt die hinmacht. Ne? Nutzen kann man die nicht mehr. Okay. Deswegen auch mein Hintergedanke von wegen, was mache ich mit der dritten Woche? Ne? Und dann, ich hatte dann das Glück, aber ich erzähle der Reihe nach. Also was dann noch war, wir sind dann, wir hatten die schön weggepackt und wir sind dann Richtung Los Gigantes gefahren, in die Marina rein und dann habe ich da an dieser Felswand zum ersten Mal, ich bin ja davor, die Woche vorne dran, bin ich ja auch da vorbeigefahren, aber da habe ich nicht gesehen, ne? Zum ersten Mal hatte ich da richtig viele Gesichter gesehen in diesen Felsformationen, die da waren. Und die waren grimmig. Also ich fand die richtig grimmig, ne? Und es war auch irgendwie keine so eine schöne Energie, sage ich jetzt mal, ne?
Und ja, ich habe mir dabei dann nicht keine Gedanken gemacht. Ramona sagt noch, ey Mann, ey, 1 Million Jahre, die hier an Energien zusammengekommen sind und geballt hier jetzt sind und so weiter und so fort. Und na gut, also wir sind dann in die Marina. Ich habe ein super geiles Anlegemanöver gemacht, was mir nicht immer gelungen ist, muss ich gestehen, weil dieses Boot beim Rückwärtsfahren nicht das gemacht hatte, was ich wollte. Nun gut, also das war richtig gut. Wir hatten aber keinen Wind. So, und dann hatte ich das Boot da fest. Wir haben dann, wir haben das Abendessen gebracht gekriegt. Ich habe da Connections. Da haben wir Chili con Carne, haben wir aufs Boot bekommen. War richtig cool, ne? und der das gebracht hat, der hat dann auch nachher den Mann vor Ort, der für die Boote zuständig ist, informiert, dass die Rettungsinsel aufgegangen ist. Und da war der schon informiert. Also ich musste mir dann überhaupt keine Gedanken mehr machen um diese Rettungsinsel. Und es war auch klar, dass der Ersatz besorgt dann für den dritten Turn. Also schon an dem Abend war das geklärt. Okay. Ich mir super. Da keine Sorgen machen brauche. Das war richtig klasse. Das ist also gut zu kennen. Also gut, wenn man jemanden kennt von der Insel, der Connections hat. Ne? Yeah. Der fährt als Fotograf, fährt der auf dem Whale-Watching-Boot mit von Las Galletas, wo ich auch starte. Christian heißt der. Und ja, der lebt halt da, ne? Und macht super geniale Bilder übrigens. Ne? Vielleicht tue ich von dem auch noch ein paar reintun. Gut, so, jetzt waren wir da fest in der Marina und hatten keinen Wind. Es war nichts gemeldet, null, ne? Und auf einmal fängt das an zu blasen, ne? Und zwar genau von der Richtung da, wo diese Felsformation da ist, ne? Und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht, ne? Die ganze Nacht sind mir durchgeschüttelt worden, bis zum geht nicht mehr, ne? Ich habe noch mal eine Extraleine machen müssen, dann später noch, weil das hin und her gegangen ist, weil da dieser Wind runtergeblasen hat. Und zwar von den Felsen. Normalerweise kommt der von der anderen Seite, also wenn man da ist, ne? Also so habe ich es bis jetzt immer erlebt. Und da habe ich so bei mir gedacht, ich weiß nicht, ob das stimmt, das ist nur eine Vermutung. Ey, das war jetzt, also als wir da vorbeigefahren sind, haben natürlich Ramona und ich auch Licht und Liebe da reingeschickt, ne, in diese Felsformation, ne, und in dieses Ganze, was da also dieses Jahrmillionen da angesammelt hat. Ja, ne? Ja, dieses grimmig Aussehen von diesen Gesichtern, die man immer mal wieder wahrnimmt, auch in Fotos, das sind ja keine Emotionen drin. Und deswegen wirken die so grimmig. Und gehe ich mal von aus, es ist unsere Interpretation, dass das grimmig ist. Ne? Es war eh meine Interpretation. Aber nicht so schön aus. Ne? Ja, genau. Ne? Ich habe sie, blöderweise sind wir in der dritten Woche dort nicht mehr hin. Ich habe sie nicht mehr gesehen. Ne? Also das ist jetzt ein bisschen schade, muss jetzt ein bisschen warten, ob ich sie dann beim nächsten Mal, wenn ich nochmal da bin, ob die immer noch grimmig sind. Also was ich dann geglaubt habe, ist echt, dass, weil das direkt von der Seite gekommen ist, dass da irgendwie jetzt diese negative Kraft, sag ich mal, die da jetzt drin gesteckt hat, dass die sich entladen hat, eben durch diesen Wind und da so weggeblasen worden ist, sag ich jetzt mal. Also das war nur eine Vermutung, da kann man denken, wie ja, passt, man möchte, passt, ne? Ja, passt, ja. Also für mich war das stimmig. Für mich war das stimmig. Ne? Und wir deswegen dann durchgeschüttelt wurden, weil nämlich am nächsten Morgen war der Wind wie weggeblasen. Null. Keine Welle, kein Nix, ne? Einfach nur, es war über Nacht windig, aufgeblasen und am nächsten Morgen ging es wieder. Ne? Dann sind wir rausgefahren und dann, dann hat man tolle Begegnungen. Wieder natürlich, also mit den, was hat man an dem Tag noch? Weiß ich jetzt nicht mehr. Also ich denke mal, ich glaube, da hat man Tümmler noch an dem Tag. Das war, die haben wir nicht so häufig gesehen. Also die Reihenfolge, wann mal welche Tiere gesehen haben, die weiß ich jetzt nicht mehr, aber die Ereignisse, die sind Hammer gewesen. Kann ich mal dazwischen? Ja, bitte. Wie kann ich mir das vorstellen? Ihr frühstückt? Wo frühstückt ihr? Vom Tagesablauf her? Ja. Also Frühstück war immer so, wir hatten das Zeug gekauft. Also die Yacht ist total leer gewesen. Also die hatte wirklich gar nichts drauf. Die hatte kein Klopapier, kein Waschspülmittel, kein gar nichts. Ne? Also das musste alles erstmal kaufen. Wir hatten natürlich dann 3 Wochen, haben wir es für 3 Wochen gekauft, das ein bisschen umgelegt auf die anderen Crews. Ne? Und genau, und dann der Tagesablauf ist dann, also ich hatte mal irgendwann gesagt, 8 Uhr aufstehen, um 9 Uhr Frühstück, um 10 Uhr dann Abfahrt. Das hat irgendwie nicht geklappt, aber das hat an mir gelegen. Ich hätte es ja durchziehen können, aber die haben ja Urlaub, die Leute, ne? Ja. Also dann darf es auch ruhig ein bisschen länger dauern und vor allem gemütlich, ne? So, und das Frühstück, das haben wir ja immer alleine eingenommen, also zusammen eingenommen, so. Das ist dann, je nachdem, wer was machen möchte. Ramona hat immer den Kaffee gemacht, weil die hat Special Ramona Kaffee gemacht, ne, weil wir keinen Filter hatten. Hat die den in den Topf gemacht, frag mich nicht. Also ich trinke keinen Kaffee zum Glück, ich musste mich da nicht mit auseinandersetzen. Und der war aber sehr lecker, habe ich mir sagen lassen.
Genau, und dann hat irgendwer hat mal Lust, irgendwie was zu kochen, also Eier zu machen, oder der Schweizer, der hatte mal Porridge gemacht mit Haferflocken und so, ne? Und dann irgendwann setzt man sich zusammen an den Tisch und dann kommt es darauf an, ob es schon warm genug ist, dann setzt man sich nach oben. Ins Cockpit heißt das oben. Da sind ja zwei Sitzbänke praktisch und ein Tisch auch in der Mitte des Bootes. Ich muss mal gucken, ob ich ein Foto dann noch habe, das ich reinpacke. Und unten hast du halt auch eine Sitzecke, eine Sitzgruppe. Wir waren ja jetzt die ersten zwei Turns nur zu fünf, da hast du auch massig Platz, ne? Und ja, und dann wird Tisch gedeckt. Irgendjemand macht das immer. Beim ersten Turn hatten wir eine, die ist immer Frühstück kaufen gegangen. Die hat dann frische Croissants mitgebracht und was die Bäckerei sonst noch so hergegeben hat. Und bei den anderen haben wir auch mal aufgebacken oder irgendwas. Also ja, und dann frühstückt man halt so. Und dann fahren wir los. Also das Boot wird dann klar gemacht. Muss alles weggeräumt werden. Das ist wichtig, ne? Alles wegräumen, alles wegspülen, dass nichts klappert, irgendwo rumfliegen kann. Weil wenn du tatsächlich mal dann, also wenn du Welle hast und dann fliegt das alles hin und her. Deswegen muss alles schön sicher sein. Ich habe auch diesmal das erste Mal segeln können. Erstens mal, weil das Boot genial war, weil das war ganz easy, das Großsegel da rauszukurbeln auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat man es wieder reingekurbelt. Also das war echt Idioten. Sicher. Das war das eine. Und ich konnte es alleine machen auch, wobei mir natürlich die Leute schon geholfen haben, nachdem ich ihnen gesagt habe, was sie machen dürfen. Und das Boot war genial gewesen. Und wir hatten auch das erste Mal Wind. Sonst habe ich immer, weil normal ist das, ich mache das jetzt für mich hier, das ist Nordostpassat, der kommt da von oben rechts runter. Und dann sind die Wale immer im Lee der Insel. Das heißt, da, wo der Wind nicht hinkommt. Und wo der Wind nicht hinkommt, dann hast du keinen Wind zum Segeln, logischerweise. Ist so, ne? Ja. Genau, so. Und jetzt hatten wir aber, also einmal hatten wir Südwind, also da konnte man dann da hoch segeln zum Beispiel, ne? Und wenn man dann diese Strecke hat, dann zwischen den beiden Inseln, Teneriffa und La Gomera, ich weiß nicht, da ist halt immer ein bisschen Wind und da konnte ich dann halt auch mal die Segel setzen und dann rüberfahren. Das war das erste Mal, wo mir das echt gelungen ist, wo ich auch gesegelt bin, mit jeder Crew. Das war richtig cool, weil eben die Winde auch gepasst hatten. Ja, und wenn wir dann losgefahren sind und dann dauert es eine Weile, irgendwann siehst du dann irgendwelche Delfine. Also die Grindwale sind auch Delfine, die leben halt da, die Grindwale leben da und die Tümmler leben da. Die haben da also das ganze Jahr über genügend Essen, Fressen, damit sie sich über Wasser halten können. Ja, und die wandern schon ein bisschen hin und her, aber die sind überwiegend, also die findest du eigentlich immer an denselben Orten auch, ne? Also die Whale Watcher, die haben da auch schon ihre Richtung. Die fahren da zum Beispiel von Porto Colón, habe ich gesehen, die fahren da so ein Dreieck, zack. Also einmal zu den Grindwalen im Endeffekt, einmal dann in die Bucht zum Baden und dann wieder zurück. Und da brauchen die gerade mal 2 Stunden, ne? Also das ist schon genial, dass die halt immer da sind. Die sind auch an die Menschen gewöhnt. Natürlich die Wale, die da vor Ort sind. Und so, also ich habe jetzt nicht entdeckt, dass da welche irgendwie in Mitleidenschaft gezogen sind. Aber genervt sind sie schon, ne? Weil das halt so viele sind auch. Ich habe auch schon beobachtet, dass dann 10 Boote mal auf einer Gruppe waren. Mhm. Wobei das nicht, also das sollten sie nicht machen natürlich, ne? 2 oder 3 sind, glaube ich, erlaubt. Einen Abstand sollst du halten, glaube ich, von 80 Meter oder so. Aber manchmal sind halt viele da. Ja, es ist mal ein bisschen blöd. Die Whale-Watcher, die machen zum Teil Versprechungen, dass die Leute dann auch was sehen oder Geld zurück gibt es nicht. Es gibt dann einen neuen Termin, wo sie dann nochmal mitfahren können. Und man sieht auch normalerweise welche. Also ich gebe eine Garantie, dass ich in der Woche, ich habe ja dann 6 Tage an Auswahl, ne? Dass ich in der Woche mindestens eine Walart sehe. Die Garantie, die kann ich geben. Wobei Walart, das ist also alles, ne? Da gehören ja die Delfine mit dazu, ne? Genau. Ja, und wir hatten auch immer welche gesehen. So, und ja, dann fährst du raus, bist dann eine Weile auf dem Wasser. Und irgendwann, das kommt jetzt wieder auf die Crew an, dann meldet sich der Magen wieder, ne? Und dann, wenn jemand nach unten gehen möchte, die meisten können es nicht, die wollen nicht runtergehen und dann kann es mal sein, dass einer irgendwie einen Snack macht für mittags. Ich hatte auch schon Crews gehabt, die haben Salat gemacht, die haben richtig gekocht da unten auch zum Teil, ne? Tagsüber.
Aber wir hatten es überwiegend so, dass wir halt einfach nur eine Kleinigkeit so geknabbert haben oder so. Wir hatten auch immer sehr ausgiebig gefrühstückt und auch recht spät. Und demzufolge war der Hunger nicht so groß. Ja, und dann irgendwann fährt man halt in die Marina ein und wenn das Boot dann fertig ist und alles geregelt ist und so, und dann entweder geht man dann halt essen oder man kocht halt dann an Bord. Und dann sitzt man, je nachdem wieder, wenn das Wetter noch schön ist, sitzt er halt oben, wenn er an Bord ist, oder halt unten wieder. Genau, und dann läuft der Tag so aus. Wir hatten versucht auch, ab und zu haben wir mal eine Meditation gemacht vom Band, also von der Kassette, oder hatte ich mein Handy, weiß ich nicht mehr. Das wollen wir auch mehr reinpacken noch. Also Ramunda wird jetzt die zukünftigen Turns mit mir immer mitfahren. Es wird also Heilturns auch sein, weil es passiert da immer irgendwas. Also die Leute, die haben dann auch viel gefragt, ne? Also über diese geistige Welt, wo Ramona zu Hause ist sozusagen, ne? Und wo die Leute, die jetzt zu uns kommen, auch jetzt offen sind, ne? Also ich ziehe ja nur noch die Leute an, oder wir jetzt inzwischen ziehen ja die Leute an, die von uns auch Nutzen haben, sage ich jetzt mal, ne? Und wo auch Heilung passieren darf dann. Und ja, das machen wir dann noch so nebenbei, ne? So Gespräche führen, ne? Also ich war immer hinten, oder ganz häufig war ich hinten gewesen, habe natürlich geguckt, dass wir immer die schöne Richtung fahren und so, ne? Und natürlich dann, wenn Wale in der Nähe sind oder Delfine, dann achte ich natürlich schon drauf, dass wir das respektvoll machen, uns denen nähern und so. Ja. Und da will ich auch gar keinen anderen ans Ruder lassen. Und genau, und die anderen, die können dann echt entspannen auch, ne? Dann während des Tages hat da jeder so seine, also der Schweizer, der hat ganz oft da gelegen und hat Musik sich angehört, ne? Das war immer so witzig bei dem. Wir hatten wirklich so tolle Begegnungen, also wir hatten richtig viele auch bei der zweiten Woche, und da hat er gesagt, ich bin satt. Der hat nichts mehr reingekriegt, der musste das erstmal verarbeiten, ne? Diese ganzen super genialen Erlebnisse, die wir da hatten, ne, mit den Tieren und auch was so drumherum so passiert ist, ne? Also, und eben auch, also mich hat er das Seglerische gefragt und Ramona dann das Spirituelle, und das muss ja auch irgendwie verarbeitet werden. Und das passiert eigentlich dann nachher nur noch dann nachts, ne? Also man zieht sich dann halt irgendwann zurück in die Kajüte. Die teilt man mit jemandem. Gut, wenn es ein Pärchen ist, ist das ein bisschen einfacher. Ansonsten hat man halt jemanden Fremden da neben sich. Aber das war sehr harmonisch bei allen drei Crews dann. Gut, und jetzt hatte ich die dann verabschiedet. Und dann kam die dritte Crew. Weil das ist jetzt das Interessanteste. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ich weiß, die Zeit ist schon fortgeschritten. Aber das war dann, ich sagte ja, diese Rettungsinsel, das war der Vorbote für das, was noch kam. Wobei wir nicht wussten, was kam. Was allerdings klar war, ist, dass die dritte Woche was Besonderes wird. Das war im Vorfeld klar gewesen. Also das hatte ich so wahrgenommen, Ramona sowieso. Die hat ja extra diesen Termin auch gewählt. Das hat die ja nicht umsonst gemacht. Also als sie das tatsächlich gebucht hatte. Und dann ist mein Heilmedium ist mitgefahren. Den kenne ich schon länger. Der hat mich auch davon erzählt, ja. Hat mir auch schon viel geholfen. Und dann ist noch eine Frau dazugekommen, eine Tierkommunikatorin, die Vera. Das darf ich jetzt erwähnen, weil das ist schön Werbung, ne? Vera Obermann heißt die, Tierkommunikation Saarland. Und die ist im Moment ziemlich körperlich angeschlagen, und das war für sie echt ein Heiltörn gewesen, ne? Also das, die hat, denke ich, ganz viel mitgenommen dann auch. Und die haben wir dann irgendwann alle an Bord gehabt. Es war noch eine aus Ludwigshafen, war noch eine dabei, und die hat ein bisschen blöden Start gehabt, weil die ist statt aufs Boot zu treten, beim ersten Schritt darüber ist sie auf den Fender, der da hinten immer im Wasser liegt, draufgetreten, und dann hat sie zum Glück die Hand gehabt von jemandem, ne, weil die ist dann wupp mal gleich ab ins Wasser. Hat gleich mal eine Dusche gehabt, was natürlich nicht sehr förderlich war, ihre Angst irgendwie in Zaum zu halten. Nee. Die sie da sowieso schon hat im Vorfeld. Also die Mitsegler, die wir da jetzt hatten, von meinem Heilmedium noch die Tochter, um die alle vollständig zu machen, die hatten so ihre Probleme mit der Seekrankheit, aber das ist trotzdem okay, das darf sein, weil dadurch löst sich natürlich auch was, ne? Man lässt ja was los im Endeffekt, ja, ne? Und deswegen ist ja das Brechen gar nicht so schlimm. Ist natürlich in dem Moment total unangenehm, ist klar, ne? So, und wir haben, also Ramona stimmt sich ja im Vorfeld immer ein. Wir hatten dann nachmittags, hatten wir dann beim Crewwechsel mal noch die Möglichkeit, dann ein bisschen uns zu sammeln, mal auszuruhen in so einer lauschigen Bucht, wo wir dann waren, und im Wasser dann auch mal baden und loslassen. Das habe ich dann auch gemacht, ne?
Und dann waren wir wieder fit für die Neuen. Ja, und das war wieder super harmonisch. Ne? Jetzt kamen natürlich drei Saarländer. Ne? Ich als Saarländer habe mich natürlich darüber gefreut. Die Simone kann auch Saarländisch verstehen und Ramona musste da durch jetzt. Ne? Ja, da haben wir halt viel Saarländisch dann auch geredet. Das war ganz witzig. Sprich mal ein bisschen Saarländisch. Das ist nicht so einfach. Da muss ich jetzt erst überlegen, wie ich das jetzt hinkriege, dass ich ungefähr so schwätze wie der Heinz Becker, weil der ist nämlich aus meiner Gegend da. Ich weiß nicht, Familie Heinz Becker kam im Fernsehen immer. Ja, also es ist schwierig. Also das Umswitchen fällt mir dann auch immer ein bisschen schwer. Nee, dann lassen wir es. Ja, ja, gut. So, und also denen war es allen schlecht gewesen, schon nach 1-2 Stunden. Es hat ziemlich lange gedauert, bis wir die ersten Grindwale sahen bei diesem Turn. Und die Überfahrt war auch wieder sehr ruppig. So, gemeldet waren, glaube ich, 15 Knoten oder sowas. Ne? Das ist knapp 30 Kilometer pro Stunde. Das geht. Das kannst du mit dem Segel auch gut bewältigen. Ich hatte die Segel allerdings nicht hochgeholt. So, und da war jetzt das Ereignis. Ne? Ramona hatte schon in Deutschland, als sie Koffer gepackt hatte, hatte die schon eine Ahnung, dass irgendwas passieren wird. Ne? Wusste aber nicht was, weil das kann sie nicht mehr sehen, weil alles neu ist. Früher hat sie so ein bisschen in die Zukunft gucken können, ne? Aber inzwischen ist alles neu und das gelingt ihr dann nicht mehr, irgendwie die Botschaften zu bekommen, die länger wie, was weiß ich, ein paar Stunden sind oder so irgendwas. Ne? Gut. So, und ja, wir waren dann unterwegs, wir hatten dann unsere Grindwale gesehen, ich glaube, Fleckendelfine hatten wir auch schon gesehen und dann hatte der Wind zugenommen auf 20 Knoten und die Ramona war vorne und vorne auf dem Bug hat unser Beiboot gelegen, das war da auch gut befestigt, ne? Und dann hat sie bei allen Turns, hat die da vorne ihr Büro aufgemacht sozusagen, ne? Und hat da immer da vorne gesessen, da sieht man natürlich auch weiter, ne? Man sieht dann die Wale auch eher. Und ja, die Leute sind, also unsere Gäste sind da vorne hin und haben dann halt auch immer mit ihr geredet und so. Ne? Und wenn dann die Delfine gekommen sind, dann guckt man natürlich in der Bugwelle und dann ist man sowieso vorne. Ne? Das ist ja der schönste Platz überhaupt. Ne? Wobei ich ein paar Mitsegler hatten, die wollten nicht aus dem Cockpit raus, was aber auch total okay ist. Ne? Also die sind hinten geblieben. Ich bin auch manchmal nach vorne. Freundlicherweise hatte ich dann entweder den Autopiloten an oder jemand war am Ruder. Das war auch immer sehr schön für mich. Ja, genau. So, und jetzt war das so, bei 20 Knoten habe ich gedacht, da vorne, das geht jetzt nicht mehr, die müssen jetzt mal nach hinten kommen. Ne? Also die Welle, die war so beim Meter etwa, halber Meter bis Meter, das ist nicht so viel, aber es war schon ein bisschen ruppig. So, und dann war halt die Vera, die war noch vorne gewesen und die Ramona war vorne gewesen. Vera, die war so an der Seite so ein bisschen eingequetscht und die hatte ich mir überhaupt keine Sorgen gemacht. Die wäre, also das wäre echt schwierig gewesen, dass die über Bord fällt. Aber bei Ramona machte ich mir Sorgen, weil die hat sich dann nur festgehalten an so einem Bändchen da, wo von diesem Boot, das da am Hauptboot an der Yacht befestigt war. Ne? So, also das war so ein Beiboot, das an der Yacht befestigt war. So, und genau, und dann hat die da vorne gesessen. So, ich gehe da vorne und sage, ey Mädels, kommt mal zurück. Und dann sagen die zu mir, geht nicht. Ich denke, halt, wie geht nicht? Ich habe das gar nicht verstanden. Ne? Ich habe auch das nicht realisiert. Wieso geht das nicht? Ne? Also die hatten einfach nicht die Kraft oder hatten Angst oder was auch immer. Keine Ahnung. Die konnten nicht zurückkommen. Ging nicht. Nicht bei der Welle. Da habe ich so bei mir gedacht, okay, wir haben ja jetzt schon so ein gutes Stück hinter uns und eigentlich sollte der Wind nicht stärker werden. Dort kann ich die ja sitzen lassen. So schlimm ist es ja nicht. Ne? Das war so mein Gedanke. Ne? So, und dann ist ja da diese Verbindung zu Ramona, die habe ich ja inzwischen. Ne? Also es war auch öfter mal so gewesen, dass sie vorne eine Herzöffnung hatte, weil sie wahrgenommen hat, dass irgendwelche Tiere in der Nähe sind. Und ich habe das hinten gespürt. Ne? Und dann habe ich auch mal nach vorne gerufen, Ramona, machst du gerade was oder so? Das fand sie ganz witzig, weil ich dann ja auch gezeigt habe, dass ich offen bin inzwischen. Ne? Also das war also ja immer ganz, ganz interessant. Dass ich das dann auch gefühlt habe. Und ich hatte jetzt von ihr keinerlei irgendwie Botschaft oder so, von wegen, hey, hallo, hier ist jetzt brenzlig oder so, mach mal was. Ne? Ja, die Welle nahm dann natürlich zu, der Wind nahm zu. Die sind da vorne richtig hin und her geschaukelt worden. Ne? Ich hatte mir aber die ganze Zeit ich hatte keine Angst, dass die mir über Bord gehen. Ne? Ich bin dann, glaube ich, noch einmal nach vorne und wollte Vera eine Weste geben, bei Ramona habe ich es gar nicht erst versucht, die hätte eh keine angezogen. Da sagt Vera sagt, nee, es geht nicht. Die hat sich dann halt festgehalten und so. Da habe ich gedacht, okay, dann eben nicht. So, und dann habe ich sie da vorne gelassen. Ist es keine Pflicht, eine Weste anzuziehen?
Also grundsätzlich lasse ich es den Leuten frei, aber wenn ich sage, es zieht eine Weste an, dann sollten die schon eine anziehen. Und was ich natürlich immer machen würde, wenn ich nachts unterwegs wäre, dann müssten die immer eine Weste anhaben, ja, und sich vor allem einpicken. Die Weste ist nicht das, was dich rettet. Die Weste, die verlängert dein Tod eigentlich, dein Überlebenskampf verlängert die Weste. Wichtig ist es, dass man erst gar nicht von Bord geht, ne? Und deswegen ist die Weste wichtig, weil da ist der Haken dran, wo du den Karabiner dran machen kannst, um dich dann nachher mit der Leine am Boot festzumachen. Ach so. Deswegen braucht man eigentlich die Weste. Man könnte auch nur einen Gurt nehmen, damit man einfach gar nicht erst von Bord fällt. Ne? Das wäre dann, das wollte ich auch, dass Vera die Weste anzieht, damit sie nicht von Bord fällt. Ne? Okay. Das ging nicht. Sie hat das nicht hingekriegt. So, wie gesagt, ich hatte mir keine Sorgen gemacht, aber der Wind wurde immer mehr. Ich hatte dann in Spitzen 38 Knoten. Das sind über 60 Kilometer die Stunde. Und dann habe ich schon mir ein bisschen Gedanken gemacht, aber ich hatte noch keine Botschaft. Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass das jetzt, wie soll ich sagen, brenzlig ist. Mona hat derweil angefangen zu schreien, also richtig heftig zu schreien. So, und ich habe das hinten gehört, aber ich habe mir keine Sorgen gemacht. Ich hatte keinen Input, dass da irgendwie was ist. So, und irgendwann war es dann so, dass dieses Beiboot, das war hinten befestigt, das hat da so zwei Hörnchen, sage ich jetzt mal, wo da rausgucken, und das war da so befestigt, und da ist dann der Seil, wo das hinten befestigt hatte, das ist weggerutscht. Die Vera wollte das dann festmachen, das schreie ich zu Vera, ey Vera, lass das sein, weil die hat es dann losgelassen und wollte das Ding dann nochmal befestigen, habe ich gesagt, lass das. Und in dem Moment war klar, jetzt muss ich irgendwas unternehmen. Das war ganz klar, weil das Boot ist dann ein bisschen hinten hoch und dann ist Ramona vorne auch ein bisschen tiefer gekommen. Also die hatte dann echt Probleme, sich da zu halten, beziehungsweise das Boot war dann schief und das hätte auch abheben können und dann wäre sie mit dem Boot über Bord gegangen, so ungefähr. Also dann war es echt brenzlig. Und dann erst, wie das jetzt kam, dann erst hatte ich den Input, bring Ruhe ins Boot, und wie geht das? Indem du den Wind von hinten hast, beziehungsweise die Welle. Und dann habe ich ein bisschen abgedreht, bin nicht mehr, die Welle kam von vorne rechts die ganze Zeit, Und dann, deswegen hat das ja so geschwankt. Und dann kam der Wind von hinten und dann hat das Boot schöne Wellen gemacht und dann war das ruhig, das ist nicht mehr so viel hin und her. Und dann ist Vera von alleine nach hinten gegangen, Ramona konnte nicht, die habe ich dann vorne abgeholt und dann habe ich beruhigend auf sie eingeredet, Und dann habe ich sie begleitet, Und dann ist sie auch nach hinten gekommen. Und das Erste, was die Frau macht, das ist echt der Hammer, Sie setzt sich hin, ist total durchnässt inzwischen. Die hat ja massig Ladung und Wasser da übergekriegt, beide. Vera ist runtergegangen, hat sich dann dort weiter übergeben und vor allem dann mal ausgezogen dann und dann irgendwann später sich auch gleich hingelegt, um dann nochmal warm zu kriegen. Und Ramona geht hin und tröstet die anderen beiden, die da gerade so sich um den Kübel gestritten haben. Und hinten mein Heilmedium, der hat hinten die ganze Zeit sich die Seele aus dem Hals gekübelt, Und im Nachhinein, also erstens mal, wir waren beschützt, Das war ganz klar. Wir hatten ja die Rettungsinsel, wir hatten ja die Rettung, die war ja schon da, Das war der Vorbote, das habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst, aber das war irgendwie, ja, es war wohl in meinem System schon drin. Ramona musste dadurch, weil das hat sich ja angekündigt schon in Deutschland schon. Und auch an diesem Morgen wollte sie eigentlich gar nicht mitfahren. Da hatte echt überlegt, weil sie so eine Ahnung hatte, dass irgendwas sein wird. Hatte überlegt, ob sie nicht lieber doch in der Marina bleibt. Aber das geht nicht. Also sie musste mit, weil das die einzige Möglichkeit war, dann halt von Teneriffa nach Gomera zu kommen. Ja, und das war dann so, das war wie, also sie hatte so geschrien ja dann auch, wie wenn man jemanden gebärt, also wie wenn man Kinder kriegen würde. Und, hat sich was gelöst, Genau, und sie hatte dann nicht gelöst, es hat was geöffnet. Befreit. Hat was geöffnet, und zwar jetzt im Nachhinein, jetzt, also wir hatten das gestern, glaube ich, erst beredet oder vorgestern, im Nachhinein war es wohl so, also es war wie wenn sie 5 Kinder also auf die Welt bringt. So hat sie das empfunden. Sie hat sich nicht selbst festgehalten. Das war eine höhere Macht, die das gemacht hat. Weil sie hätte das nicht machen können. Also Ramona ist ziemlich korpulent auch. Und ich hatte echt, also ein paar Mal war das wirklich grenzwertig, mit dem, wo sie so schräg da vorne gehängt hat. Und sie sagte, sie war das nicht, wo sie sich da festgehalten hat, sag ich mal so. Und sie dachte noch, sie hätte dann am nächsten Tag Schmerzen oder irgendwas oder irgendwie in den Händen irgendwie, das war ja nur so ein dünnes Seilchen, aber nix, gar nix, Also keine Nachwehen in irgendeiner Art und Weise. Also das war schon der Hammer gewesen. Und das war so,
geplant, das war so gewollt, ne? Und es war dann so, dass wir durch ein geistiges Tor gegangen sind, ne? Und diese fünf Geburten, das waren die Mitsegler, das kam mir dann später irgendwann, ne? Also wir alle sind durch dieses Tor gegangen dann, ne? Und wir haben, ja, also das war so das, was sie dann nachher noch so an dieser Aktion, sage ich jetzt mal, so mitgenommen hat. Und das war auch wiederum wichtig, ne? Weil wie gesagt, wir sind ja gerade so in dieser Zeit, wo ganz viel Neues passiert und Chaos noch ist. Und es waren ganz viele Schwingungserhöhungen in den letzten Tagen. Genau, das kommt dann noch dazu. Genau, und das war halt so ja eine Aktion, sage ich jetzt mal, wo wir dann, wir haben einen schwingungsmäßigen Quantensprung gemacht, so würde ich es jetzt zeichnen, genau, ne? So, und es war noch eine Sache, das war für sie dann auch so wie stirb und werde. Also was Altes ist abgeschlossen und was Neues darf jetzt beginnen. Das Neue, das hat mit mir auch zu tun, ne? Weil wir ja uns jetzt gefunden haben, ne? So, gut, der Rest ist jetzt nicht so wichtig. Jetzt kam es dann noch zu meinem Erlebnis. Wir sind dann wieder von La Gomera zurückgefahren nach Teneriffa. Und dann sind wir von Teneriffa aus nochmal in diese Bucht. Da gibt es so eine kleine Bucht an einem kleinen Örtchen, der heißt El Puertito. Und da kann man super schön ankern. Das ist richtig idyllisch da. Sehr, sehr schön. Und man kann da gut baden auch. Ne? Auch wenn es ein bisschen kühl war, haben wir das gemacht gehabt. Ich habe es mit allen Crews gemacht. Und es waren auch immer mal wieder so diese portugiesischen Galeeren drumherum. An dem einen Tag, wo ich mit der Crew da war, waren welche da und da waren wir alle im Wasser, ist nichts passiert. So, und beim zweiten Tag, als wir dann da waren, da habe ich dann ein bisschen gewartet, dann waren zwei, drei Seglerinnen waren schon mit im Wasser und ich bin dann alleine nachher rein. Und ich wollte unbedingt gucken, wie der Anker liegt, aus Neugier. Ich wusste ja, dass er uns hält, ne? Aber aus Neugier wollte ich wissen, wie der Anker liegt. Und frag meine Leute noch, seht ihr irgendwo eine portugiesische Galeere? Wie gesagt, hochgiftig, ne? Nö, ist keine da, ne? So, dann schwimme ich da vorne hin, wo der Anker dann liegt, ne? Das Boot, das schwebt ja dann da hinten irgendwo so rum. Und vorne war dann auch mein Heilmedium vorne, Stefan heißt der. So, und der hat auch geguckt, ich gucke nochmal hoch, siehst du was? Nö, ich sehe nichts. Und ich kraule dann mit Taucherbrille und Schnorchel, habe ich ja immer dabei. Kraule ich dann da so Richtung Anker, wo der irgendwo liegt, irgendwo weiter vorne. Und auf einmal merke ich hier, hat mich was erwischt, ne? So was Blödes, ne? Da habe ich direkt gebremst, so gut wie ging, ne? Und dann hat sich dann hier ein bisschen mehr noch und dann hat mich hier am Mund was erwischt, ne? Und dann habe ich die dann weggeschlagen, also ich bin dann voll rein, da habe ich so bei mir gedacht, oh Scheiße, ey, das Krankenhaus kannst du vergessen, geht gar nicht. Entweder ist jetzt dein letztes Stündlein gekommen oder du begibst dich in die Hände deiner Heiler, das war so direkt ja mein Gedanke auch gewesen, ne? Und ich habe die dann, also die Tentakel, die haben noch ein bisschen festgehängt an mir. Ich habe die dann so abgekappt und dann bin dann halt zurückgeschwommen, so schnell das ging. Habe noch kurz hochgeguckt, zum Stefan gesagt, oh, sie hat mich erwischt. Er ruft mir runter, ich habe sie gesehen, ich habe gerufen, aber du hast mich nicht gehört. Ne? Ramona okay. Hat auch geschrien, aber ich war halt mit dem Kopf im Wasser und habe nichts gehört. Dann bin ich hinten dann ums Boot rum. Da hinten ist eine Badeleiter, wo man dann wieder reinkommt, so eine Badeplattform. Da habe ich dann direkt die Dusche rausgeholt und habe mich erstmal abgeduscht. Ne? Das habe ich instinktiv gemacht. Ich glaube, man soll das gar nicht, aber egal. Ich wollte das loshaben. Ich wollte das Salz eigentlich loshaben. Habe an diese Dinger da gar nicht gedacht. Ne? Ich habe dann an meinem Fuß gesehen, da waren dann so blaue Pünktchen waren da drauf gewesen. Die habe ich dann auch mal abgemacht. Ne? Das war scheinbar noch von dieser Qualle. Ja, und dann hat Stefan hat direkt gesagt gehabt, ich heile dich. Ramona hat direkt angefangen, mit ihrem System zu heilen. Wie gesagt, die ist verbunden mit der Urquelle und hat dann unsere beiden Herzen praktisch in der bedingungslosen Liebe dann vereint in Heilung gebracht. Ja, und dann haben sie gesagt, soll mich hinlegen, habe ich mich hingelegt, dann bin ich umsorgt worden. Ramona hatte den Gedanken, ja, Essigwasser. Und dann haben sie mir hier dann überall das Essigwasser dann draufgelegt, ne, auf Fuß und so. Der Stefan hat direkt seine Hände aufgelegt und hat dann angefangen, das so zu machen, wie er es auch immer macht. Der erhöht die Energie und die geistige Welt, die kann dann arbeiten. Und Ramona hatte dann mir noch einen Kuss gegeben, weil sie gespürt hat, dass ich Gift in mir drin hatte. Ich habe dann auch hier Taubheitsgefühl gehabt.
So ähnlich wie beim Zahnarzt war das dann, ne? Und sie hat mir das Gift praktisch auf geistigem Wege entzogen und ist dann runtergegangen und ihr war es dann total schwindelig und ich habe überhaupt nichts gemerkt, ne? Ich habe dann nur gelegen, habe mich richtig gefreut, dass ich umsorgt werde, ne? Hatte mir natürlich schon Gedanken gemacht, oh Gott, was ist jetzt wenn, ne? Aber ja, ich habe mich ins Vertrauen gegeben. Ich habe mich ganz und gar in die Hände meiner Leute an Bord begeben und habe das über mich ergehen lassen. Ne? Und ich habe auch nichts gespürt. Ich war eigentlich recht fit sogar. Ne? Natürlich hatte das genesselt, das ist ja klar. Ne? Das war ja brennend heiß dann auch. Ne? Und dann diese Kühlung mit dem Essigwasser, das war sehr beruhigend und erholsam dann auch für mich. Sie hatten es nachher noch mit warmem Wasser probiert, weil das irgendwo gestanden hat. Die aus Ludwigshafen, die Simone, die hat gegoogelt gehabt, ne? Und hat da auch ihren Teil zu beigetragen. Die Vera hat dann nachher noch meine Hand genommen und hat dann noch ihren Teil beigetragen. Und dann irgendwann hat dann Vera und Stefan haben dann gleichzeitig gesagt gehabt, es ist jetzt gut, schlimmer wird es nicht mehr. Da habe ich auch vertraut, ne? Und und dann hat mir Ramona das später dann nochmal erklärt. Also die haben alle zusammen, ich ja mit dann, wir haben ein riesen Liebesfeld aufgebaut und in diesem Feld war es dann möglich, dass Heilung geschieht, einfach so, ne? Dann die Botschaft dahinter ist dann auch, Liebe heilt und bleib oder sei im Vertrauen. Das war so die Botschaft, die hinten dran steht und das ist auch das, was jetzt zukünftig auf alle zukommt. Ne? Bleib und sei in der Liebe, ne? Und hab Vertrauen. Es ist für dich gesorgt, es ist alles da. Ja. Und wenn man dann natürlich so eine Seele noch an seiner Seite hat, wie Ramona, dann ist es noch ein bisschen einfacher. Genau, und das war deswegen das auch zum Anfang, wo ich gesagt habe, ich mache keine Pläne mehr, ich lasse mich jetzt führen. Ne? Ich habe da irgendeinen Auftrag, irgendeinen Seelenplan, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich darf natürlich noch in den Alltag wieder zurückkommen und den auch leben. Du wolltest gerade sagen, ja. Aber ich hab einen Auftrag in irgendeiner Art und Weise, den ich nicht weiß. Was klar ist, ist, dass wir uns immer wieder austauschen dürfen und darüber nachdenken dürfen, was war denn die Botschaften, die wir heute am Tag hatten. Und dieser Turn, das war wirklich so ein Startschuss in eine neue Zeit. Ne? Das war ganz extrem. Jetzt kam mir das noch so, um das jetzt noch abzuschließen. Mir ging es wieder gut. Eine Freundin von mir hat übrigens gesagt, sie ist eine Seherin, die hat gesagt, ich habe gesehen, ihr wart vor Anker und ihr hattet Probleme mit dem Motor und seid dann nicht mehr weggekommen. Hat sie mir geschrieben dann an demselben Tag. Die hat das vorher gesehen. Ne? Und dann, wie das dann passiert war, habe ich ihr das natürlich erzählt. Und dann kam es auf einmal, der Motor, das war ich. Weil es konnte keiner dieses Boot in den Hafen bringen, nur ich. Okay. Das war auch noch ganz spannend. Ne? Also solche Dinger dann immer. Ne? Und dann hat Ramona noch gesagt gehabt, das war mir nicht aufgefallen, bei ihr war eine Möwe vorne dran, als sie alleine da vorne die Action hatte. Und bei mir ist dann hinterher eine Möwe geflogen. Ne? Und irgendwann später, da haben wir dann vorne beide auf dem Dinghy gelegen, also auf dem Beiboot, und haben das mal so Revue passieren lassen. Da kamen auf einmal zwei Möwen vorbei, von wegen, wir sind jetzt zusammen, wir gehen jetzt einen Weg, ne? So ungefähr. Also echt, also hochspannend. Und solche Botschaften haben wir dann öfter bekommen. Und jetzt das abzuschließen, wir hatten dann der Turn, also am nächsten Tag sind wir nochmal hin und haben, ich bin nochmal schwimmen gegangen, damit da keine Angst bleibt. Ne? Gut, das ist übrigens, sehr gut. Die Galeeren waren wie weggeblasen. Die waren 3 Wochen absolut präsent. Ne? Die haben alle Nase lang, hast du eine gesehen. An dem Tag habe ich eine noch gesehen und Ramona hat später nochmal eine gesehen und ansonsten war keine mehr zu sehen. Ne? Und die waren echt häufig zu sehen gewesen. Wärst du früher mal ins Wasser gegangen? Du solltest anscheinend die Erfahrung machen. Genau, also die Erfahrung sollte ich machen. Und wie gesagt, Rettung war da. Ne? Also ja. Deswegen diese Rettungsinsel, ne? Ja, und der Turn war dann beendet und Ramona und ich, wir hatten dann noch 2 Tage dann in der Wohnung von meinem Papa und dann bin ich mit ihr noch ein bisschen rumgefahren und da waren wir oben auf dem Teide, der höchste Berg Spaniens, der ist ja in Teneriffa, der ist 3718 Meter hoch und so bei 2100, 2200 rum, da sind so Felsformationen. Und sie ist ja, wie gesagt, sehr feinspürig und so. Wir hatten natürlich auch inzwischen, also sie vor allem, nachts auch ganz viel geistige Arbeit geleistet, dann für die ganze Insel, ne? Und auch in La Gomera, ne? Also das kam ja auch noch dazu.
Und das ist ja eine Vulkaninsel, das ist ja auch was ganz Besonderes. Also da kenne ich mich jetzt nicht wirklich aus. Na, auf jeden Fall waren wir dann da oben in den Bergen und an einer Felsformation, das waren nicht wirklich Berge, und da war dann das Tor zum Himmel. Dann sind wir da in eine Felsspalte und also sie ist zuerst da reingekrabbelt, ne? Und ich sollte danach kommen und ich habe dann den Aufstieg geschafft. Lass mal auf der Zunge zergehen. Ich habe den Aufstieg geschafft. Mhm. Ich bin jetzt hochgestiegen in eine andere Dimension. Keine Ahnung. Nicht unbedingt Dimension, in eine andere Schwingung, sage ich es mal eher, ne? Keine Ahnung. Dann, dann hat sie die ganze Zeit, das hat sie mir aber nicht erzählt, da hat sie die ganze Zeit an meinem Wurzelchakra noch gearbeitet, irgendwie so. Da hat sie nämlich mal gesagt, irgendwann, ich soll mich doch mal auf diese Lavasteine da setzen, weil die sind ja hochenergetisch auch, ne? Und ich habe das nicht gewusst, ne? Und aber meinem Rücken geht seitdem ein bisschen besser, ne? Das ist auch noch so ein Ding, was die dann immer so treibt, ne? Gut, aber wir waren dann in dieser Felsspalte und was war echt, also wir haben dann auch rübergeguckt zum Teile, das war einfach, das war magisch, das war ein richtig magischer Moment, sage ich jetzt mal, ne? Toll. Und also sowas, ne? Wir hatten dann später noch jemanden getroffen, wo wir noch viel Heilarbeit gemacht haben. Und am nächsten Tag haben wir dann gesagt, so, jetzt ist mal Ruhe. Dann haben wir uns am Strand erholt und haben dann einen Tag noch Badeurlaub gemacht, bevor sie dann heimgeflogen ist. Ich bin dann einen Tag später noch heim. Und seitdem sind wir immer noch am Rekapitulieren, was war denn das alles? Was ist denn da alles passiert? Na, und ich habe, glaube ich, nur einen Bruchteil von dem weitergegeben, was Ramona mir so erzählt hat. Aber so das Wichtigste auf jeden Fall ist jetzt, habe ich jetzt rübergebracht in über einer Stunde. Ist die Ramona beim Webinar dabei? Die wird dabei sein. Ja, die hat sich nämlich am Anfang schon angemeldet. Ja, da kann gerne Frage gestellt werden, wo sie dann schriftlich. Vielleicht schaffe ich es. Ja, das mache ich dann später. Sie will nicht vor die Kamera. Nein. Nee, da habe ich jetzt auch eine Klärung. Also, es scheint so zu sein, ich bin der Speaker und sie ist die im Hintergrund. Da sie so feinfühlig ist, bemerkt sie auch, wenn Leute skeptisch sind. Und wenn Leute skeptisch sind und dann bleibt sie lieber still, das passiert automatisch, sie kann da nichts ändern dran. Ne? Und ich merke das vielleicht, aber ich rede trotzdem weiter. Und also sie kann da nicht weiter erzählen. Ne? Und deswegen bin ich halt diejenige, die dann redet und sie ist dann mehr so im Hintergrund, erklärt dann immer. Und ich versuche das dann halt mit meinen Worten dann weiterzugeben, was die Botschaft dann auch ist. Also ich habe mal eine Botschaft gehabt, in der ich schreibe ja selber, ne? Habe ich dir ja, glaube ich, erzählt, ne? Dass ich für mich schreibe. Und da hieß es, wenn das alles, was ich aus dem Herzen sage, sollte ich nicht drüber nachdenken, ob der andere das versteht oder nicht. Wenn es soweit ist, es bleibt hängen. Und wenn derjenige soweit ist, dass er dafür bereit ist, dann wird er verstehen und sich erinnern. Also gar nicht drüber nachdenken, kann der das jetzt verstehen oder nicht, wenn es aus dem Herzen raus will. Genau, das habe ich auch gesagt gekriegt jetzt. Also ich nehme kein Blatt vor den Mund. Ja. Naja, gut. Manche werden natürlich dadurch dann erstmal vor den Kopf gestoßen, können da gar nichts mit anfangen. Natürlich. Sagen, die Alte spinnt, ne? Und dann spinnt sie halt, ne? Und andere wissen, was du meinst. Genau, also die Feinfühligen, die werden da was mit anfangen können. Ne? Und wie gesagt, also ich bin jetzt in der glücklichen Situation, ich hab jetzt immer jemanden an der Seite, wo ich jetzt auch weiß, ne, wo ich auch kenne, dass das ist so ein cooles Gefühl, ne? Das ist echt Hammer. Ne? Also sie lebt ja auf Sylt, ich bin im Saarland, also wir sind schon ziemlich weit weg voneinander, aber doch trotzdem ganz nah. Ne? Das ist was ganz Besonderes und ich weiß auch nicht, also wenn du mal irgendjemanden findest, der das auch sagt, dass er seine eigene Seele nochmal gefunden hat, ne, dann gib mal Bescheid bitte, weil es hätte mich schon interessiert, ne, ob das häufiger vorkommt. Also wir haben bis jetzt noch keinen gefunden, ne? Ich weiß es nicht. Ich habe auch schon mal was sowas gehört, aber da Seelenfunken kenne ich dass also eine Seele das oder mehrere Seelenteile das gleiche höhere Selbst haben. Ja, das schon, aber das ist eine Seele nur. Denn die Seele geht ja in den Körper rein. Und das ist mir noch nicht so begegnet. Ja, man findet auch nichts drüber, ne? Wir haben recherchiert. Vielleicht ist es aber auch nur eine eigene Interpretation. Ja, das mag auch sein, ne? Also wir hatten ja die Frau, die das Seelenbild gemacht hat, die haben wir nochmal gefragt und
da kam auf jeden Fall raus, dass es das, dass es etwas Neues ist, dass es sowas noch nicht so gibt. Irgendwie so. Ich weiß, dass wir von der Sabine Richter, mit der ich ja nun ganz viele Channelings schon, Channeling-Webinare auch gemacht habe. Also wir haben ja auch ganz oft über Seelen gechannelt, hat sie ganz oft drüber gechannelt. Das habe ich aber auch viel oft gelesen, also jetzt nicht unbedingt dadurch, dass eben wir gleichzeitig auf mehreren Ebenen inkarniert sind. Das heißt, unsere Seele, ja doch, das ist dann so, ne? Das ist eine Seele, die an mehreren Stellen gleichzeitig inkarniert ist, dass wir also wirklich in mehreren Zeiten auch leben. Zeit auch, genau. Ja. Wir sind jetzt zum selben Zeitpunkt und es scheint wichtig zu sein, dass wir da auch jetzt zusammenbleiben, um da das zu wuppen, was da noch so kommt. Ne? Also die Idee mit diesem Heilturn, also dass das ein spiritueller Turn wird. Ich glaube, das wird schon immer gewesen, aber das habe ich nie so rausgesaunt. Wollte ich gerade sagen, das ist also etwas, was eventuell dann auch für viele sehr interessant wird. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Also in Sardinien haben wir nochmal einen angeplant. Da kann ich nicht versprechen, dass wir da Wale sehen, aber ich will da unbedingt in das Gebiet, wo es Wale gibt. Ich weiß auch inzwischen, wo das ist. Das wird vom 2. bis 9. September sein. Da haben wir noch ein paar Kojen frei. Da habe ich auch noch keine Werbung gemacht. Der wird 999 € kosten plus die Bordkasse. Ich werde freigehalten, das heißt, ich bezahle nichts in die Bordkasse rein und das Essen, was da so ist, aber ich bin sehr genügsam. Das bezahlt die Crew. Genau, und Ramona wird mit, die bezahlt natürlich mit rein in die Bordkasse, ja, und das wird auch, also das wird ein ganz spannender Turn. Wahrscheinlich fährt Stefan, unser Heilmedium, auch mit. Also das wird ein ganz spannender Turn, weil das nochmal eine ganz andere Energie dort ist, natürlich auch. Ne? Und es ist auch mehr so ein Relax-Turn. Also das sind viele Badebuchten, wo man auch mal ankern kann, wo man vielleicht auch mal einen ganzen Tag bleiben kann. Ich habe es noch nicht ganz durchdacht, wo wir da hinkommen und was wir genau uns angucken werden. Auf jeden Fall wird das ein sehr ruhiger Turn, sage ich jetzt mal. Also ist auch wichtig, dass das Wetter passt. Ne? Also Teneriffa ist halt so, wir sind da mitten im Atlantik und du hast halt eben mal diese Winde, die da sind, ne? Und du kannst denen nicht ausweichen. Ne? Und dann kannst du auch mal ein bisschen ruppig werden. Und jetzt in Sardinien ist das eine Zeit, wo normalerweise eher wenig Wind ist und auch demzufolge weniger Welle. Wobei Mittelmeer schon wieder eine ganz andere Welle hat wie Atlantik. Das kommt dann auch noch dazu, ne? Ja, das ist das eine. Und dann halt die Teneriffa-Turns. Ne? Also da werde ich auf jeden Fall im September mit Ramona nochmal hin. Am 23. haben wir noch eine Koje, 23. September. Und dann geht nochmal einer los am 30. September. Da weiß ich nicht genau, da hatte eine gebucht oder sich erkundigt. Die wollte schon mit 6 Leuten kommen, aber ich könnte mir vorstellen, dass da noch ein bisschen Platz dann frei bleibt. Da darf man sich gerne an mich wenden, ne? Wenn man sowas auch mal erleben möchte. Wobei, die Erfahrungen, also das, was passiert ist, das hat ja nur Ramona und mich betroffen. Ja. Das hat nicht die Crew betroffen. Die waren immer dabei, die sind mit im Feld gewesen auch, ne, und haben diese Energie gespürt, die dadurch entstanden ist, dass wir halt als Gruppe zusammen waren und haben da auch von profitiert. Ne? Also wir sind da immer noch in Kontakt mit den Leuten auch jetzt hinterher. Das ist so eine Woche her. Vom letzten Turn, der erste Turn ist ja schon 3 Wochen her. Wir sind auch unterstützend dann noch da, wenn dann irgendwie noch was anbrennt, sage ich jetzt mal, ne? Oder wenn noch irgendwas nachzuarbeiten ist oder so, ne? Also ich gehe ja davon aus, dass jeder auch sein eigenes geistiges Team hat für die eigene Entwicklung, ne? Das ist jetzt ganz was angestoßen ist, das kann aber jetzt in dem Einzelnen dann heilen, weil ja nicht jeder am gleichen Stand ist. Monika, wir müssen aufhören. Wir haben schon über eine Stunde und wir wollen ja noch Zeit haben für die Filmchen und die Bilder im Webinar. Ja. Ja? Ich weiß, ich stelle ein bisschen was zusammen. Jetzt so eine Viertelstunde etwa, schätze ich. Ne? Ja, ich mache jetzt nochmal ein paar Bilder aneinander, da kann ich dann was zu sagen. Wir müssen ja nicht pünktlich schon nach 1,5 Stunden aufhören. Also wir haben ja Zeit. Hm. Wenn die Leute auch Zeit hat, haben wir Zeit. Und wenn sie keine Zeit haben, können sie sich anschließend noch angucken. Okay? Jo. Dann sage ich für heute mal erstmal für das Gespräch, für die Aufzeichnung sage ich dann erstmal jetzt Tschüss und wir machen gleich weiter im Webinar. Ne? Jo, tschüss.